Zwei Jahre spielten BFC-Trainer Dirk Kuhnert und VSG-Trainer Murat Zahler unter Falco Götz zusammen im Mittelfeld von Hertha BSC 2. Unter anderem mit Ante Čović und Ivica Olic. Heute standen sie sich erstmals als Gegner an der Seitenlinie gegenüber. Gastgeber BFC ohne den verletzten Kapitän Chris Rea, für ihn spielte Eckhard Lee. Die Gäste aus Salzglienicke mit derselben Startelf vom 4:0 Erfolg gegen Chemie Leipzig und mit einem Auftakt nach Maß. Philipp Türpitz vollendet einen Musterpass von Ali Abu Alpha in der 7. Minute. Die Elf von Murat Zahler, dominant, mit Spielfreude, stellte den BFC vor große Probleme. Türpitz im letzten Moment gestoppt von Felix Meier in der 15. Minute. Wichtig, dass der Verteidiger da noch eingreifen kann, so bleibt es bei diesem Luftloch von Philipp Türpitz. Die 19. Minute, da ist Toljay Gergi, Meier kommt zu spät und da ist Roschen, der versucht es artistisch mit der Hacke. Anthony Roschen traf viermal in der Hinrunde, dann kam eine Verletzungspause. Er wartet auf Tor Nummer 5. Der BFC Dynamo hatte es lange in der eigenen Hand. Nach der Niederlage zuletzt gegen Chemnitz hat man aber nun 5 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Greifswald. Siebeck mit der Verlängerung auf De Didis, aber das Tor wird von Schiedsrichter Pascal Wien zurückgepfiffen. Alexander Siebeck hier verdeckt, schubst Kauter. Also kein Tor, richtige Entscheidung. Aber so richtig kam der BFC danach nicht in Fahrt. Stattdessen wieder die VSG Altglienicke mit Philipp Türpitz und diesem wunderbaren Pass auf Kulke. Der serviert für Anthony Roschen und da ist es das Tor Nummer 5 für den 24-jährigen Mittelstürmer. Türpitz mit diesem feinen Pass in die Tiefe auf Kulke. Und der hat das Auge für den besser postierten Roschen. Da ist nichts mehr zu halten für Torwart Leon Bethke. Da kann er fliegen, wie er möchte. Die Reaktion des BFC. 2 Minuten später Eckball Ekalé. Und fast das Eigentor von Florian Sander am kurzen Pfosten. Aber aus dem Spiel heraus, da geht wenig und wenn der BFC gefährlich wird, dann durch Fehler des Gegners. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Freistoß Arthur Ekalé. Kämmlein unsicher und da ist Dadaschow. Sein Schuss geblockt. Kämmlein im Nachfassen. Der VSG-Schlussmann mit einer missglückten Faustabwehr vor die Füße von Dadaschow und dessen Schuss kann aber Dirkner blocken. Daher bleibt es beim 0:2 zur Pause. Dirk Kuhnert reagiert auf den schwachen ersten Durchgang, wechselt gleich dreimal. Hüter, Breitfeld und Susek kommen in die Partie. Und auch die Fans setzen auf neue Kräfte. Der Wechsel wirkt sich aus, der BFC jetzt energischer, druckvoller. Da ist der eingewechselte Patrick Susek mit der Flanke für Dadaschow. Und solche Situationen lässt sich Rufat Dadaschow normalerweise nicht entgehen. Aus dem Spiel heraus hat er seit November nicht mehr getroffen, zuletzt beim Stande von 1:2 den Elfmeter verschossen. Die 63. Minute, da ist wieder Susek, wird nicht gehindert und De Didis und Breitfeld, die beiden spielen Doppelkopf. Das 1:2, der Anschlusstreffer durch Joey Breitfeld. Schon 8-mal hat er ein Tor aufgelegt, jetzt erzielt er selber seinen ersten Saisontreffer. Und was für ein wichtiges Tor durch Joey Breitfeld. Der wird da am langen Pfosten sträflich freigelassen. Und der BFC, der ist wieder zurück im Spiel. Die 72. Minute. Eckball Max Kulke. Leon Bethke im Tor unsicher. Dahinter lauerte Sean Kauter. Aber dann hat er ihn wieder sicher. Die VSG hat nur noch theoretische Chancen auf den Aufstieg, aber dafür müssten sie ab sofort alles gewinnen. Und dann dieser Katastrophenrückpass. Dadaschow ist dazwischen, hat den Braten gerochen, aber einfach kein Glück im Abschluss.
Reaktionsschnell grätscht er in diesen Ball rein. Da wäre Kämmlein machtlos gewesen, hat das Glück des Tüchtigen. Nur noch 10 Minuten. Erst zweimal schaffte es der BFC, ein Spiel zu drehen. Patrick Susek mit der Vorlage auf Joey Breitfeld. Der Ausgleich. Joey Breitfeld gestaltet die Partie wieder offen. Durch einen Doppelpack inklusive Rolle seitwärts. Patrick Susek, sehr dynamisch im Mittelfeld, hat das Auge für den gut postierten Breitfeld. Wagner kommt da zu spät und gegen diesen Schuss hat Kämmlein im Gästetor überhaupt nichts auszurichten. Der BFC wie ausgewechselt im zweiten Durchgang mit einer deutlich anderen Körpersprache. Die 84. Minute. Gergi mit dem direkten Ball auf Roschen. Es ist kein Abseits. Anthony Roschen frei vor Bethke. Der bleibt lange stehen und kann diesen Ball parieren. Anthony Roschen vergibt die Superchance auf die erneute Führung. Nur 3 Minuten später. Da ist wieder Joey Breitfeld. Wagner hat keinen Zugriff. Susek in der Mitte hält seine Fußspitze rein, kann aber keinen Druck auf den Ball bringen. Patrick Susek in aussichtsreicher Position. Ein Unentschieden wäre zu wenig im Kampf um die Meisterschaft. Die 87. Minute, der BFC mit dem Ballgewinn und dann geht alles ganz schnell. Joey Breitfeld auf und davon. Könnte schießen? Malina ist mitgelaufen, wird bedient und fertigt ab. Das Spiel ist komplett gedreht. Die Einwechslungen von De Kunert, sie gehen voll auf. 8 Minuten stand Luis Malina auf dem Platz und dann macht er das entscheidende Tor. Mit Halberstadt war er abgestiegen. Gelingt ihm jetzt mit dem BFC der Aufstieg? Das wäre eine Geschichte. Aber was ist das bitteschön für eine exzellente Vorarbeit von Joey Breitfeld? Zum dritten Mal kann der BFC Dynamo einen Rückstand aufholen und das Spiel gewinnen. Für Trainer De Kunert alles andere als eine Überraschung. Auch wenn Sie es mir nicht glauben, ich habe daran geglaubt, dass wir das Spiel noch drehen können, weil eine 2-0-Führung ist immer unangenehm. Man kann das 2-1 erst in der 89. machen und immer noch das Spiel drehen. Wir haben es zum Glück früher gemacht. Wir haben eine ganz andere Mentalität auf den Platz gebracht. Wir hatten natürlich dann, wir haben gute Wechsel vorgenommen. Wir haben eine miserable erste Halbzeit gespielt, sind dann aber als Mannschaft in der zweiten Halbzeit überragend zurückgekommen. Und natürlich dann mit den Einwechselspielern, glaube ich, heute ein sehr guten oder ein glückliches Händchen gehabt. Und freue mich natürlich umso mehr am Ende dann das Siegtor geschossen zu haben. Vor allen Dingen, wenn du so zurückkommst, ja, das macht nochmal was mit der Mannschaft. Wir glauben an uns, das habe ich denen auch gesagt vorm Spiel, egal, das Spiel geht immer weiter. Und ich bin heute natürlich stolz auf die Truppe, ja, wie sie es nochmal umgebogen haben. Haben sie klasse gemacht. Genau so wollen sie aufsteigen. Der BFC Dynamo zeigt seine Comeback-Qualitäten und der Man of the Match, Joey Breitfeld, wurde nochmal extra gefeiert. Der BFC Dynamo erobert den zweiten Tabellenplatz zurück, hat nun 2 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Greifswald. Am Gründonnerstag geht es zum Auswärtsspiel nach Luckenwalde.